Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der LMU Community, herzlich willkommen zu unserem Kickoff-Event für unsere Diversity-Monate 2021 We Care at LMU. Fokus dieses Aktionsmonate und auch der heutigen Kickoff ist das Thema Gesundheit, Wellbeing. Ja, liebe Mitglieder der LMU Community, gesunde Schule ist eine Diversity-Dimension an der LMU. Denn für ein inklusives Umfeld ist es wichtig, für Wohlbefinden zu sorgen und Ausgleich zwischen Beruf, Familie und Freizeit. Und das gilt gerade jetzt in der Corona-Pandemie mehr denn je. Seit einem Jahr erleben wir eine Pandemie, die uns starke physische und psychische Herausforderungen ausgesetzt hat. Homeoffice, Homeschooling, die Pflege unserer Angehörigen durch erschwerte Umstände, wenige Bewegung oder Regenerationsmöglichkeit und vielleicht auch Angst um unsere Gesundheit oder um die Gesundheit unserer Liebe. Und natürlich hier an der LMU auch eine gewisse Leistungsdruck. In der Forschung, in der Lehre, im Studium, in der Verwaltung. Aus diesem Grund haben wir uns bewusst für die Dimensionen, für die diverse Dimensionen gesunde Schule entschieden. Und dafür möchten wir heute sensibilisieren. Und zwar über Gesundheit, Wellbeing, Self-Care im breiteren Sinne, Work-Life-Balance und Study-Life-Balance. Denn nur eine ausgeglichene Lebensführung trägt zu einer aufgeschlossenen Haltung bei. Und das ist ein Schlüssel für bahnbrechende Forschung, für exzellente Lehre, für ein erfolgreiches Studium und auch eine moderne Administration, sowie für ein inklusives und wertschätzendes Miteinander. Motto der Diversity-Initiative ist deshalb We Care at LMU. Mit dem Motto We Care at LMU wollen wir zeigen, wie wichtig uns die LMU-Community ist. Mit diesem Motto We Care at LMU möchte die Hochschulleitung der ganzen LMU-Community ihre Wertschätzung zeigen und auch Unterstützung und Möglichkeit der Inspiration anbieten. Die Initiative We Care at LMU soll zudem auch ein herzliches Dankeschön an Sie alle, liebe Beschäftigte, liebe Studierende LMU, für Ihren Einsatz in diese anspruchsvolle Zeit. Wir haben für Sie rund um 70 Events und Aktionen organisieren, die wir gemeinsam mit unseren Fakultäten, Einrichtungen, Kooperationspartnern der LMU ausgerichtet haben. Diese finden virtuell statt, leider ist nichts anderes möglich in dieser Zeit, und zwischen den 18. Mai, also seit heute, bis zu den 30. Juni. Da erwarten Sie viele spannende Möglichkeiten. Zuerst unsere Health Lectures mit hochkarätigen Vorträgen von bekannten Forschenden aus der LMU-Medizin. Sie werden uns über Thrombosis, Krebsfrüherkennung und auch die Gesundheit unserer Kinder berichten. Und dann haben wir Workshop-Seminare für Work-Life-Balance und Study-Life-Balance, zum Beispiel angeboten von dem Center of People Management und auch von dem Studentenwerk. Unsere Care-Vorträge. Hier warten Sie von Spiritual Care bis über die Anforderungen an eine Universitätsklinik einen Blick aus verschiedenen Fachrichtungen. Und auch werden Sie sehen ein hochkarätiges Event beim SAS. Anlauf- und Beratungsstelle der LMU präsentieren Sie sich und bieten auch offene Sprechstunde für einen Austausch mit Ihnen. Aber last but not least, bitte genießen Sie unsere Relax-Angebote und auch die Sport-Schnupperstunde, die wir in Kooperation mit dem Zentralen Hochschulsport für Sie organisiert haben. Wir hoffen damit, Ihnen eine vielfältige und spannende Aktion anbieten zu können. Nehmen Sie teil. Wir freuen uns auf Sie. Aber jetzt ist Zeit, mit unserem Kickoff-Event zu beginnen. Ein paar technische Hinweise, bevor wir loslegen. Die Sprache von heute ist sowohl Englisch als auch Deutsch. Ich werde in wenigen Minuten einen hochkarätigen internationalen Gast begrüßen dürfen.
und diese diese Veranstaltung barrierefrei zu gestalten und auch für alle zugänglich zu machen, stellen wir im YouTube-Kanal der LMU eine Aufnahme mit Untertiteln sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und noch ein letzter Hinweis in diese besondere Zeit. Wir alle im Studio sind getestet worden. Wir halten uns an alle Abstandsregeln. Die Mitarbeiter hinter den Kulissen tragen Masken und auch die Mitarbeiterinnen und alle Feste sind geöffnet. Und jetzt sind wir ready zu starten. Was erwartet uns? Zuerst ein hochkarätiger Vortrag von unserem internationalen Gast und danach ein Tandeminterview über psychische und physische Gesundheit. Unser erster Gast ist Professor Dr. Christina Åkesson. Sie ist Professorin für Orthopädik, Klinik und Molekular Osteoporosis Research und Dekanin der Medizinischen Fakultät an der Universität in Lund, Schweden. Die Universität Lund ist eine hochgeschätzter internationale Partner der LMU. Wir sind zusammen in LIRO, der League of European Research Universities, und auch in JUGLO, der European Alliance for Global Health. So, I think that Christina is here in Zoom. Thank you, I'm here. Hi Christina, welcome to LMU, welcome to Munich, even if only in a virtual way. Thank you very much, and welcome to my office in Lund. So we are very happy that you have accepted our invitation. It's part of your many commitments, and now we are looking forward to your talk. So, Kajere Christina, war schon gut. Thank you very much. Tack så mycket. Yeah. I'm very honored to be invited to this event and to start us as the first speaker. And I will start out by sharing some slides with you. So I'm from the Faculty of Medicine, and this is a motto for our faculty. But I'm really going to talk about today and tomorrow, because we do live in today and tomorrow. But all the same, we have to have a background. We come from somewhere. And I'm going to tell you just shortly about Lund University, because that's where I come from. And this is Lund University in the springtime, and it has a variety of activities, but it's mostly related to the university. It has 8 faculties and has world-leading research in many areas. And medicine was one of the original faculties at Lund University. It's a quite large university by Swedish standards, around 7,500 or 600 employees and more than 40,000 students. And it's one of the broadest education, has one of the broadest educational offers in Scandinavia, as well as one of the strongest and broadest research universities in Scandinavia. And this is our beautiful university library in Fall. So we do have old buildings, but we're also in the frontier of the future. This is the Max IV laboratory. It's a Swedish national laboratory providing scientists with the most brilliant x-rays for research. And we are hoping to get several new beams in there. But it also is neighboring the European Spallation Source, which is a multidisciplinary research facility to all of Europe and all of the world, actually. And it's going to be the most powerful neutron source. But I'm going back to the Faculty of Medicine from where I come. The Faculty of Medicine is one of the older ones in Sweden and in Scandinavia. It actually was started just when this part of Sweden was belonged to Denmark. And we are reminded of that. And we have about 2,600 students. Of course, this is not one of the largest faculties when it comes to the number of students, since most of our students are having degrees or diplomas, which makes them available to the healthcare sector. But we have many PhD students, and actually 65% of all healthcare employees are doing a PhD, particularly when it comes to doctors. We have about 1,800 employees. But we have a very much larger amount of the economics because we have such a strong research.
And our research is for the patient. Research based on the needs of the patient and the healthcare. Research in close connection with the healthcare and the hospital. And research leading to new diagnostics and treatments. So that's the most important for us. And of course, when you look at clinical research, you may think that you have to have the patient in front of you, but virtually every part of our research is in one way or other going to benefit the patient. So whether you're a doctor or a nurse and you're looking and work in the care sector, it's equally important as what we do in our laboratories. And I started out as a doctor, I will show you shortly, but at the same time, I've always had a strong feeling for academia. And academia is at the center of society. And I think this is even more important today, that we are the place where knowledge is created. But we also, of course, have to remember that critical thinking is part of what we learn and what we have to do. And both of these together also influence our creativity. And a university can't exist without these. And of course, that's tied to both research and education. And we are strongly believing that you have to do both research and teach in order to be a full university or a full faculty or a good teacher in all respects. But the expectation of what we do is that tomorrow will be a little bit better than today. But I was also asked to give a little bit of a background from myself. So in a way, it would have been nicer to meet with all of you, sit down and talk to you and to share our thoughts, because I think we share many thoughts. So how did I become Dean of the Faculty of Medicine? Well, I will come back to that later, but I started in January of this year after having been Deputy Dean for 3 years. And it's been a very strange time to undertake this job because you barely meet your colleagues and your co-workers at all. Despite having the opportunity to use Zoom, it's never replacing seeing each other live. And I hope that I can come to Munich someday as well. I started out in orthopedics because I liked to be able to do things that I could see. In orthopedics, you can often see what you do because you have x-rays and you can see how you treat the patient. So I started out with that and working in the operating rooms, doing hip fracture surgery and joint replacements. But our department always cherished research. So any time you walked in the door of that department, you were asked, what are you going to do research on? And for me, it became osteoporosis. And this was at a time when osteoporosis was much less known, and actually there were no drugs available at the time. So we started out by doing among the first bone density measurements in Sweden. We also used other techniques to measure bone density, including histology or looking in the microscope. But with that, there has been an enormous development. So my research today has been directed as biochemical markers, genetic markers, epigenetics, and the new tools we have today to try to understand what's actually going on. But at the same time as you do that, you also want to have the patient at the center. And it is really a fantastic job to be able to also have patients and help those with osteoporosis. And today we do have drugs that are available and can also reduce the risk of fractures. But as I said, research was important. So I did a PhD and it was followed by an international postdoc. And that actually led to the other roles that I've had. And I would say that any one of you, regardless of what job you have, having the possibility for international contacts is wonderful. And I'm sure that your university is as diverse ethnically as ours is. But even if you talk about the ethnicity, also within a country, there are differences. So working also nationally, but local engagement is equally important. And for me, being able to work, being recruited and to work in an international organization, the Bone and Joint Decade Initiative, was crucial for my development and my career.
And it was because we noticed that bones and muscles do not have a high priority in the research area or among patients, really, because it's not threatening your life, even if you can't walk very well or you have aches and pains. And this is where we wanted to make a change. So we started this initiative. We worked with the WHO and with other international organizations. And that has been part of what I have been being so happy about having been able to contribute to. With that has followed also national activities or national engagements, both at the university, where I then later on have had several leadership roles. So I'm quite fortunate, I think. And with that, I thought I'd share some of the things that also may have a bearing on what we're talking about today. Having that life balance and the well-being and having success. But what is success? Not necessarily becoming a dean. You can have success in so many ways that are not always accounted on. And saying that is because my background is really coming from a farm where I grew up. So I didn't have an academic background. And to me, it's equally important anyone who's working at the university or anyone who's working anywhere, because everyone's needed. But if you work like I do, you also have to have a balance in your life and what you do. And here are just a few things that I think are important to get that balance. It is to have a research environment and a teaching environment that you enjoy, that where you meet people that you like to work with. And for me, when I came to orthopedics, it was a really nice and welcoming environment. And at that time, I was the only woman there, and I was the only female working there for 7 years. And I was often asked, are you still here? And yes, I was. And I was also the first female who had a PhD and later a professorship in orthopedics at Lund University. And for those of you who are doing research, make sure your research questions make you happy and that they are important to you. It can be in any field, as long as you like it. And remember to be both broad and narrow. And I think that is fruitful for what you do in your research area. So don't be an island, but belong to a network, because other people gives you energy. And they also provide you with those tricky questions. And that's why we also have students. The students ask you the most difficult questions and simple questions, and you have to come up with answers. And it intrigues your mind. But there might be times when things are not going as well. And I would say, have a mentor during those critical periods, but also in critical periods of your life, wherever they are. And it may not be a mentorship program. It can just be anyone that you trust and that you think it would be providing with you with good advice. But we, being in academia or at the university, it's for many of us, it's a lot of work. So you have to make sure that you reevaluate now and then, is this right for me or should I be someplace else? And that's maybe equally important. With that said, and I think I almost said it before, be engaged inside and outside your field to gain perspectives and energy. And if I've taken one thing with me is detailed career planning may not take you where you hope, but instead a bit of luck, good timing, and the ability to catch the unexpected is what I've found most rewarding. So I also have to say, and do remember all the other things in life that are valuable. So I'm going to end very soon and saying that today, tomorrow, and every day, I have two words that I always think of. That is, I have to contribute and or I have to learn. And when I talk about contribute, and I think this is any employee, any coworker can do, is maybe sometimes only a smile or giving a good advice or just saying hello to someone that you meet. And it just, if we meet each other that way, if we are going to have a nice workplace and a workplace where we'd like to go every day. I used to look at my department and say, do I want to be anyplace else? No, I'm happy to be here. And I hope that many of you will experience that as well.
And if you don't have anything to say at a meeting or to can contribute, I'm always thinking, at least I can learn. So I have to learn something, because everything you meet and do, you can learn. And after you learn, you can contribute again, I'm absolutely certain. So nothing special, nothing fancy, just very simple things I think are important. And with that, I hope that you will have a wonderful study life and work life, and that this month that you have will be valuable to you. And maybe there are some small grains of gold somewhere in the program, because I know you have a very intense and very completely fantastic program during the coming month. So with that, I'd like to close. And I know that Francesca has some questions for me. Yes, thank you very much, Christina, for this inspiring talk. We have learned a lot from you now. And now maybe we can ask you some questions just to get to know more your person. So you have already explained your career, but maybe you can tell us, why did you decide to study medicine in the first place? Well, I've always been fascinated by being able to do things with my hand and from the hands. And from the beginning, I thought that my hands were the most important things when I was being a doctor. But I also started very early to work at the hospital already when I was a student, where you could do summer jobs cleaning and seeing the patients and meeting them and seeing everyone else. And that's when I decided that that would probably be something I would like to do. But at the same time, I always also liked science. And for me, science was not only biological science, but also social science, how we interact. Yes, definitely. I can understand your passion for science. I have the same passion for mathematics, let's say so. So you are also the dean of the Faculty of Medicine at Lund University. You see, in Germany, it's quite rare to have a female dean. Eine Dekani. So I would like to ask you, what does it mean for you to be the dean of the Faculty of Medicine at Lund? And how did you possibly get there? Well, what it means to me, I think it's all of my colleagues are placing a great trust in me. And they're looking forward to me for hopefully making the faculty a better place and prepared for the future. At our university, deans are elected by the faculty members. So it's an honor among all your faculty members and your peers to have this position. And you were elected for 3 years at the time. So it's a slightly different way of having the leadership. So this is how I got there. I have been head of department before. We have 6 large departments at the university, and I was at the clinical sciences head of department. So I've sort of worked in very many areas of the university on my way. But I'm very grateful to have had this opportunity to also influence future things. Yes, that's really an amazing possibility for you to contribute even more that you have done until now. And now I would like to focus on your research. So you are a specialist on osteoporosis, of course, something that will interest many women who are watching us today. So what can we do to protect ourselves from this pathology? Well, today we know a lot more about osteoporosis. When I started, we were doing what's called epidemiology on fractures, but we also were able to start measuring bone density. And we know that having good bone density is actually protective. So men have a higher bone density and better skeletons than women. And I've also made a study specifically to young women. They were all exactly 25 years to see if there are some protective factors among younger women. And actually what comes out that some of the, you might expect them and you can do them all. It's being physically active early on, having enjoyed physical education in school, not smoking, and probably, which we haven't been able to show properly, but you probably need to have a parents that also have a pretty good bone density. On the other hand,
most fractures come very late in life. So it's nothing you do only during one period of time, but you have to keep doing it and keep training, keep loading your skeleton mechanically and be physically active. Eat well, everything like you do for any other condition, really. But for the skeleton, you also have to remember your muscles. So you have to have a good balance, train your balance so you don't fall. Yes, thank you very much. There are important advices from your part. And now to conclude, a little provocative question for you. What have been your greatest success and worst defeat as a physician or researcher in medicine? There always comes quite a few things into mind, but since we're here, I thought one of the things that I thought was very difficult at the time, but it wasn't so bad when it ended, but it was my first research project for my PhD. It actually didn't work out at all. I spent hours and actually several years looking into an electron microscope, and that study didn't come to fruition. But at the same time, I was lucky to change fields going into bone markers. So something good came about it. But what I say what I'm most happy about now is, of course, the trust that's put in me as being elected dean and what I hopefully can do while I'm a dean. Yes, definitely. So, Christina, thank you so much. You are such an inspiring person, such a strong woman, such a role model for us all. Thank you very much for having been here today. I really wish that we can meet in person. Maybe you can come to Munich, or I can hopefully come to Lund to visit you and your wonderful university. For the time being, I really wish all the best for all your different commitments. So, dear Christina, thank you very much and take care. Thank you very much. And I so much appreciate having been here. And you're all welcome to Lund, one time or other. Thank you. Thank you. So, verehrtes Publikum, dann gehen wir jetzt weiter mit unserem Kickoff zu unserem zweiten Teil, zu der Tante Interview. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir für Sie eine kleine Überraschung. Ein brandneues Video. In diesem Video spielen unsere Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, einige studieren, die bei uns an der LMU studieren und auch an unserem Spezialprogramm für Leistungssport teilnehmen. Wir hoffen, damit Sie für mehr Bewegung auch im Sinne von was uns Professor Ockenson jetzt erzählt hat und auch für mehr Sport zu begeistern. So, ich kann jetzt nur sagen, viel Spaß und wir sehen uns danach wieder. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der LMU-Community, herzlich willkommen zurück. Jetzt, ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Und jetzt gehen wir weiter mit unserem Tandem-Interview über das Zusammenspiel zwischen
psychische und physische Gesundheit. Ich freue mich sehr, jetzt Ihnen unsere nächsten Gäste vorstellen zu dürfen. Professor Dr. Peter Falkai, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, LMU Klinikum, und Professor Dr. Jochen Genzicher, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin, LMU Klinikum. Ich werde zuerst eine kleine Vorstellung unserer beiden Gäste geben, sodass Sie auch verstehen, warum Sie heute hier sitzen. Ich fange mit Ihnen, Herr Falkai. Ihre klinische sowie Forschungsschwerpunkte sind neurobiologische Grundlage psychotischer Störung, speziell der Schizophrenie. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen und Fachbüchern sind Sie zudem Autor der Schizophrenie-Behandlungsleitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, bei der Sie auch Präsident waren. Aber seit diesem Jahr haben Sie eine neue Aufgabe, sind Sie in der Tat Präsident der European Psychiatry Association und natürlich auch Mitglied in anderen zahlreichen Einrichtungen. Aber darüber hinaus ist wichtig zu erwähnen, dass Sie Koordinator des Passstandorts München im Rahmen des gerade gegründeten Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit. Vielen Dank. So, ergänzen. Sie sind Facharzt in Allgemeinmedizin, aber Sie haben auch ein Studium in Erziehungswissenschaft abgeschlossen. Ihr Institut, das Institut für Allgemeinmedizin, ist eine Brücke zwischen Hochschulmedizin und ärztlicher Praxis im Sinne einer bestmöglichen Patientenversorgung. Sie sind Vorstandsvorsitzender der Stiftung Allgemeinmedizin und nationaler Delegierter der European Association for Quality in General Practice and Family Medicine. Und Sie haben auch zahlreiche Preise gewonnen, ich zitiere nur den letzten, und zwar den David-Sackett-Preis des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Und Sie sind auch Sprecher der DFG-Graduiertenkolleg-Pokal. Das bedeutet Prädiktore und klinische Ergebnisse bei depressiven Erkrankungen in der hausärztlichen Versorgung, an dem Sie auch erfolgreich beteiligt sind. Und jetzt, das bringt uns wunderbar zu das Thema des heutigen Tandem-Interviews, das Zusammenspiel zwischen physischer und psychischer Gesundheit. Ich freue mich auch, dass ich alle Titel und alle deutschen Begriffe jetzt geschafft habe. So, aber zuerst fangen wir an mit einer persönlichen Frage, so wie bei der Frau Professor Ockenzo. Herr Falkai, warum haben Sie sich für das Studium der Medizin, insbesondere Psychiatrie, entschieden? Ja, Medizin relativ früh. Da war sicher im Freundeskreis meiner Eltern eine Person, er war Internist und die ganze Art und Weise, wie er mir berichtet hat über die Medizin. Mich hat immer interessiert, wie kann man Menschen helfen in Not bzw. in Krankheit. Warum Psychiatrie? Das ist relativ spät gekommen, aber mich hat immer Verhalten besonders interessiert. Und Psychiatrie war für mich der Ort, wo in der Medizin letztendlich Verhalten abgebildet wird, verstanden wird und natürlich auch gestörtes Verhalten behandelt und wieder, ich sag mal, in die Richtung eines gesunden Verhaltens gebracht wird. Und Sie ergänzen, warum haben Sie Medizin studiert, speziell Allgemeinmedizin, nachdem Sie sogar noch schon ein Studium abgeschlossen hatten? Ja, ich bin dann wohl ein Spätzünder und habe vorher in Pädagogik viel Theorie gemacht. Und in der Medizin ist es einfach wunderbar, nirgendwo, oder es gibt kaum einen anderen Beruf als den Arztberuf, wo Theorie und Praxis so nah beieinander liegen und ganz konkret in einen Menschen wirken. Das hat mich sehr überzeugt. Und Hausarzt, wir sind ganz am Anfang von der Behandlung, dann hat das was Detektivisches. Man sucht, was ist. Dann begleitet man die Patienten über lange Zeit, wir kennen sie lange. Und dann kommt so eine Phase auch von Zusammenschau, die ganzen Fachärzte, die ganzen verschiedenen Ratschläge zusammenzubringen, dass es mit den Patienten zu einem guten Weg geht. Sehr interessant. Und jetzt können wir vielleicht wirklich uns mehr fokussieren um das Thema dieses Interviews. Was sind Sie, und eine Frage an Sie beide, die Herausforderungen zwischen der physischen und der psychischen Gesundheit? Ja, psychische Gesundheit fängt schon mit der Definition an, was umfasst es. Im Wesentlichen sage ich immer, wenn alles da ist, also Gedächtnisfunktion,
Emotion, Erfassen der Welt und ich in der Lage bin, mit diesen Funktionen sozusagen wirklich frei entschieden meine Dinge voranzubringen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Schwierige, dass man es so schwierig fassen kann, zumindest auf den ersten Blick. Mhm. Aber wir wissen heute, dass wir die unterschiedlichen Dimensionen des Psychischen durchaus messen, durchaus wahrnehmen kann und durchaus, ich sag mal, dass eine Größe ist, die wichtig ist für uns. Psychische Gesundheit ist ein ganz zentrales, eine ganz zentrale Domäne menschlichen Verhaltens. Absolut. Ja, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, wie gehen wir überhaupt mit Medizin um und Gesundheit? Und wenn Sie 1000 Menschen fragen, haben Sie im letzten Monat was gehabt, irgendwas mit Gesundheit, dann werden 800 sagen, ja, da war was. Mhm. 300 werden zu uns Profis gehen. Mhm. Das heißt aber, dass 500 das selbst mit sich selber ausgemacht haben. Entweder warten oder hier Handy fragen oder Mama fragen oder einfach gucken, wie es ist. Also die meiste Gesundheit machen wir eigentlich selber aus. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Mhm. Und zu den Profis kommt es erst später. Also letztlich landen nur 8 von denen im Krankenhaus. Und in dieser Frühphase ist es eigentlich wenig wichtig, ob das welche Diagnose es ist, sondern da geht es um Beschwerden, Schmerz und das, um das einzuordnen. Schwindel, all die Dinge, die Symptome stehen da im Vordergrund, weniger die Diagnosen und die wirken immer zusammen, psychische und somatische Symptome. Dann können wir jetzt uns vielleicht ein bisschen mehr über Mental Health, also seelische Gesundheit, fokussieren. Welche Problematik sehen Sie bei diesem Thema, seelische oder mentale Gesundheit? Ich sage immer, als erstes Mal muss man es erkennen und man muss überhaupt sagen, es gibt sie. Häufig hat man den Eindruck, Menschen sind nur Körper. Ja, Menschen haben nur organische Funktionen und die psychische wird gar nicht so wahrgenommen. Ich sage immer, wenn man mal feststellt, wie viele Menschen sind psychisch krank, beispielsweise in Deutschland, und brauchen Behandlung, das sind etwa 10% der Bevölkerung. Viele von denen lassen sich auch behandeln. Aber die gute Nachricht ist, 90% sind gesund. Aber es gibt eben einen Überlappungsbereich und das ist einfach ganz wichtig. Das heißt, wir Menschen haben die Empfindlichkeit, eben nicht nur körperlich krank zu werden, sondern eben auch psychisch. Und das ist häufig auch für die Betroffenen recht schwierig. Aber umso wichtiger ist das Thema heute, dass man beide Dimensionen wahrnimmt. Eine körperliche Gesundheit, aber auch die psychische Gesundheit, die sich häufig genug, es wurde angesprochen von Jochen Gensichen, in körperlichen Symptomen äußert. Weil ich sage, die Seele oder die Psyche, die hat keine eigene Stimme, sondern sie sucht sich ein Organ und dort tut es dann weh. Und das ist einfach ganz wichtig zu realisieren, dass es eben durchaus etwas tiefer Liegendes sein kann. Ja, ich kann mal noch ein bisschen von der Hausarztpraxis sprechen, weil das sind ja die Orte, wo Sie anfangen. Und da ist es so, dass 50% unserer Behandlungsanlässe durch etwa 30 große Diagnosen verursacht werden. Und wenn Peter das Erkennen in den Vordergrund stellt, muss man sich klar machen, dass die anderen 50% von etwa 10.000 Diagnosen sein können. Und dann ist es wirklich wichtig, dass Hausärzte recht früh einordnen können, erkennen können. Und dann sind es nicht die klassischen Sätze, oh, ich bin depressiv, sondern da muss man sehr genau hinhorchen, was ist zwischen den Zeilen, was ist somatisch, was ist psychisch. Und man merkt immer wieder, das sind immer zwei Aspekte eines selben Leides. Ja, definitiv. Wir erleben diese Pandemie leider. So, wie hat das Thema Depression oder allgemein auch das Thema seelische Gesundheit durch die Pandemie an Aktualität gewonnen? Die beiden von Ihnen genannten Erkrankungen, also die Depression und sagen wir mal Angsterkrankungen, nennen das sind stressassoziierte Erkrankungen. Und wenn man die Covid-19-Pandemie betrachtet, das ist eigentlich Stress pur für Menschen. Warum? Angst vor Infektionen, letztendlich dann Isolierung, wenig soziale Kontakte, das belastet uns sehr. Und so wundert es nicht, dass etwa 10% der Bevölkerung unter der Pandemie auch, ich sag mal, Schlafstörungen, Unruhe, Ängste bis hin zu einer beginnenden Depression oder eben zu einer Angststörung entwickelt hat. Und das muss man leider sagen, dass Menschen, die eben schon mal eine psychische Erkrankung entwickelt haben, jetzt stabil waren, unter den Bedingungen von Covid doch viele wieder krank geworden sind. Also insofern würde ich einfach mal sagen,
Es ist schon ein großes Druckmoment, diese Pandemie, die auf die psychische Gesundheit des Menschen eine richtige Belastungsprobe bedeutet. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Patienten, die an Covid erkrankt sind. Viele. Und viele sind auch gestorben. Dann haben sie das als Angehörige mitgekriegt. Aber die an Covid erkrankt sind, tragen zum Teil lange Symptome mit sich. Haben vielleicht auf Intensivstationen eine Zeit verbracht. Und dann fragt man sich, ja, wie kommt man wieder zurück ins Leben? Und die Menschen kommen nach langen Monaten auch wieder mit solchen Hinweisen, sie kommen im Leben nicht klar, zum Hausarzt. Und da muss auch wieder versucht werden, wie kann man diesen Menschen helfen? Da gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Picture-Studie, die wir gerade machen, beschäftigt sich damit, wie können wir diesen Menschen nach der intensivmedizinischen Zeit so helfen, dass sie wieder zurück ins Leben finden. Ja, und Ihrer Meinung nach sind psychische Krankheiten immer noch mit Stigmatisierung behaftet? Ja. Also psychische Erkrankungen haben ein Stigma. Ich denke, man muss sagen, dass Ereignisse wie der Suizid von Robert Enke, ich sag mal, sehr viel Aufklärung gebracht haben. Weil plötzlich hat jemand, der als Nationaltorwart ein Held war, der eigentlich unverwundbar, der gar nicht erkranken konnte, etwas wie eine Depression entwickelt, die so schlimm wurde, dass er einfach sich entschlossen hat, ich sag das jetzt mal, nicht mehr leben zu wollen. Letztendlich hat es klar gemacht, dass diese Erkrankungsgruppe jeden betreffen kann. Trotzdem, nach wie vor ist es eben nicht das Gleiche, ob ich eine Zuckerkrankheit habe oder ob ich eine Depression habe. Und ich denke, daran müssen wir arbeiten. Wir müssen aufklären und Verständnis haben, dass beides eigentlich im weiteren Sinne Stoffwechselerkrankungen sind. Sowohl die Depression als auch die Zuckerkrankheit. Die Holländer nennen den Hausarzt Erste-Linie-Arzt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das so ein bisschen diesen leichten Zugang macht. Und das hat ja auch manchmal ein bisschen was mit Stigma zu tun, dass man noch nicht so ganz rausrücken will mit den seelischen Sorgen am Anfang. Dass man erst mal gucken will, was ist. Und da ist der Hausarzt ein ganz guter Begleiter in der Phase. Ja, das sind sehr wichtige Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Jetzt wollen wir auch ein anderes wichtiges Thema ansprechen für die ganze LMU-Community, das Thema Resilienz. Jetzt zitiere ich aus einem Buch von Ihnen, Herr Falkreich. Warum gehen manche Menschen unbeschwert durchs Leben, während es andere trotz zahlreicher Bemühungen und Therapie nicht gelingt, zufrieden zu sein? Ja, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Belastungsfaktoren gesprochen und haben gesagt, dass Covid-19 eine schwere Belastung für uns Menschen sind. Das ist sicherlich gar keine Frage. Also es gibt einfach faktische Belastungen, die uns Menschen betreffen. Die andere Variable, die Sie mit Resilienz ansprechen, ist aber die Fähigkeit, mit Belastungen ganz unterschiedlicher Qualität, auch die normalen Belastungen, mit denen gut zurechtzukommen. Nun ist das, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, keine stabile Größe. So nach dem Motto, der eine ist resilient, der andere weniger resilient, sondern das ist auch eine Größe, die sich verändert in unserem Leben. Und, was ganz wichtig ist, die kann ich trainieren. Ich kann sie sozusagen für mich entdecken, ein bisschen freilegen und kann Dinge tun, um entsprechend diese, ich nenne das einfach Stressabwehrmechanismen, als ein Bild zu schulen. Und dazu gehören soziale Kontakte, dazu gehört Bewegung und viele andere Dinge, die der Hausarzt, denke ich, einfach mal in der täglichen Praxis mit seinen Patienten bearbeiten muss. Ja, ich gehe sogar noch weiter zurück. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass die meiste Medizin die Menschen selber machen, ohne uns Profis. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, Resilienz. Und ja, ich bin ja einfach auch, jetzt mal, wenn man die Studierenden anschaut, die haben im letzten Semester Medizin ihre Examina oder ihre Prüfungen gelegt und die sind nicht schlechter als in der Vor-Covid-Zeit. Also sind die ganz schön resilient. Definitiv, ich glaube, die LMU-Community ist allgemein sehr resilient gewesen in dieser schwierigen Zeit. Ja. So, und jetzt auch ein anderes wichtiges Thema für uns alle. Wie kann man gesund alt werden? Und was kann jeder von uns tun und welchen Beitrag kann Ihr Fachgebiet für uns leisten? Ja, Altern ist ja nicht nur im Alter, sondern Sie haben eine Jugendphase, dann altern Sie in die Berufsphase und dann gehen Sie in die
ja, ältere Phase. Und zu jedem dieser Phasen gibt es typische medizinische Probleme. In der Jugend sind es Unfälle, aber auch manche psychische Belastungen. In der berufstätigen Zeit übernimmt man Verantwortung und kommen aber auch die ersten chronischen Erkrankungen auf. Diabetes, Asthma, das taucht alles in dieser Zeit, in dieser zwischen 30 und 45, da sind die ersten Diagnosen bei Diabetes Typ 2. Und im Alter haben Sie dann, im höheren Alter ab 50, haben Sie dann mehrere chronische Erkrankungen. Und dann wird es einfach komplizierter. Ja, was kann man machen? Das ist jetzt gar nicht so medizinisch bei diesen chronischen Erkrankungen. Man denkt, da kommen tolle Formeln. Aber es gibt vier wichtige Faktoren, die in dem Zusammenhang wirken. Also wenn man sich klar macht, letztlich sitzt immer ein Arzt und ein Patient gegenüber und sie machen sich Gedanken, wie kann es mit dem Leben und der Krankheit gehen, mit dem Diabetes. Da kann man, wenn die eine gute Entscheidung treffen, dann wird es besser. Und man weiß, wenn man die mit vier Faktoren unterstützt, einmal ganz platt, und das ist gar nicht so medizinisch, Daten, je genauer wir wissen, was los ist, desto besser, Daten, Zitaten, dann evidenzbasierte Leitlinien, Entscheidungshilfen, also gute Wissenschaft, gute Begründung, passt mein Patient rein, keine Kochbuchmedizin in den Leitlinien, dann drittens, Sie haben dann mehrere Akteure, Gesundheitsprofis, die Sie abstimmen müssen, dass die alle gut zu einem Therapiekonzept kommen, also Koordination. Mhm. Und dann wieder der Patient, wieder die Selbstfürsorge, wieder das Self-Management, weil die meiste Medizin machen Sie selber. Und je besser Sie dran sind, wenn man diese vier Faktoren beachtet, dann kommt man schon sehr weit mit den chronischen Erkrankungen. Sehr interessant. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die schon in jüngeren Jahren an chronischen Krankheiten oder Beschwerden leiden. Was kann die Medizin für solche Menschen tun? Und was können wir tun, um bessere Lebensbedingungen zu erreichen? Sie wollten auch auf Ihr Leid auch etwas sagen, wegen der anderen Frage. Was das Alter betrifft, ich könnte da nur hinzufügen, ich finde es auch ganz wichtig, Jochen Gensichen hat es ja schön rausgearbeitet, dass man zusammenarbeiten muss, um letztendlich Konstellationen zu verstehen, die uns Menschen belasten. Ich gebe immer das eine Beispiel. Schwerhörigkeit ist letztendlich ein Risiko von 13%, um eine Demenz zu entwickeln. Das heißt also, man muss einfach feststellen, höre ich schlecht, und da muss es eben auch die Möglichkeit geben, dass diese Schwerhörigkeit beseitigt wird. Ich will damit sagen, Altern ist kein Schicksal. Sondern Altern ist etwas, was man aktiv aufnehmen kann. Das gilt auch, was psychische Belange betrifft. Und ich denke immer wieder, das hat jemand zitiert, den ich sozusagen jetzt nicht nennen kann, aber ich finde, Alter erfordert Mut, ja, hat er gesagt. Und ich finde, das fasst es gut zusammen. Proaktiv die Dinge angehen, die es erfordert. Natürlich auch mit den Beeinträchtigungen, die es sind, aber auch die Chancen sehen, die ich habe im Alter. Dinge, wie ich Dinge tun kann, die ich vorher nicht tun konnte, weil ich andere Belastungen hatte. Also eher, ich sage jetzt mal aus der Perspektive, Altern als Chance und Möglichkeit sehen und sich drum kümmern. Das wäre sozusagen mein Add-on. Aber jetzt kommen wir zu den chronischen Krankheiten. Genau. Aber Menschen, die schon unter chronischer Krankheit leiden. Ja, bei den jüngeren Menschen kommen ja auch chronische Erkrankungen vor. Und die haben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, noch darauf Einfluss zu nehmen. Und man hat zwar seine kernchronische Erkrankung, aber es sind ja viele Faktoren, die in deinem Leben auftauchen. Das ist, wir haben es von Frau Atkinson gehört, Bewegung. Ja? Mhm. Im Moment, die Covid-Krise hat unsere Bewegung sehr eingeschränkt. Wir brauchen 10.000 Schritte pro Tag, machen nur 1.400. Wir wissen warum. Die Sportler haben uns das vorhin noch mal vorgemacht. Der zweite große Bereich ist Ernährung. Das ist auch für junge Menschen schon wichtig. Also die Frage, hängen wir uns in diese Convenient-Food-Welt hinein mit den versteckten Fetten und den vielen Zuckern und so weiter? Oder schaffen wir es, selber zu kochen? Selber kochen ist ein Riesenschritt, ein großer Schritt für die Gesundheit. Ja, und wenn man dann ein bisschen älter wird, dann kommen natürlich auch die klassischen medizinischen Dinge zum Tragen, also die Früherkennungsuntersuchungen. Und da kann man wirklich sagen, alle Untersuchungen, die die Krankenkassen anbieten und bezahlen, sind wissenschaftlich geprüft und bringen Ihnen was und sollten Sie wahrnehmen. Ich will nur hinzufügen, man denkt ja immer wieder, nicht, das ist ja auch heute das Thema, da gibt es die Kategorie psychische Erkrankung und die Kategorie somatische Erkrankung. Mhm. Und dann denkt man, naja gut, der was Somatisches hat, geht zum Jochen und der was Psychisches hat, geht zu mir. Die wichtige Nachricht ist, dass 50% meiner Patienten auch eine somatische Erkrankung haben.
dass viele Patienten, darum auch Pokal, ja, viele Patienten, die zu Jochen Gensichen gehen, vielleicht mit einem hohen Blutdruck oder einer Zuckererkrankung, dass die zusätzlich eine komorbide Depression haben. Sodass ich immer sage, das Wichtige an der Komorbidität ist festzustellen, es gibt sie. Man muss sich die Mühe geben, die unterschiedlichen Erkrankungen, ich sage jetzt mal, zu identifizieren. Wir haben über detektivische Arbeit gesprochen. Und die dann auch eine nach der anderen adäquat zu behandeln. Ja, definitiv. Und jetzt auch ein Thema, die auch so korreliert ist, die sicher viele in unserer LMU-Community interessiert. Welche Belastungen erleben Menschen ab, sagen wir so, 50 plus Jahren? Ja, ich habe es auch gerade angedeutet, je älter man wird, desto mehr Erkrankungen kommen zu. Es ist nicht nur eine chronische Erkrankung. 60% der über 60-Jährigen haben mehrere Erkrankungen, 70% der über 70-Jährigen, 80% der über 80-Jährigen. Also es geht richtig hoch. Und das fängt in dem Alter 50, 60 an. Und da muss man erstmal das auch zusammenbringen, diese verschiedenen Erkrankungen und die Wirkungen der verschiedenen Erkrankungen zusammen. Diabetes und Depression haben wir gerade schon gehört. Das ist kompliziert zu behandeln und da müssen die Menschen auch einen Weg finden und die Ärzte mit denen damit umgehen. Hinzu kommt aber auch noch die Umgebung. Sie haben einen Beruf, sind in der Regel schon etwas älteres Semester, geben an die nächsten weiter. Und haben da eigentlich relativ großen Erfolg. Aber dann kommt das Thema Pflege in der Familie, ihre eigene Erkrankung, dann die Sorge für die Eltern. Also es ist auch nicht ganz die Ruhezeit, sondern es ist eine ziemliche Herausforderung. Und wie da jeder mit umgeht, das prägt dann auch seine Gesundheit. Kann ich nur hinzufügen, als Psychiater sage ich immer, es gibt zwei Gewitterecken in der Entwicklung des Menschen, also wo sehr viele psychische Erkrankungen entstehen. Das sind so die 20er, 30er Jahre, wenn man dann viele neue Rollen übernimmt, ja, beruflich wie privat. Und dann ist aber auch 50 plus auch wiederum eine Gewitterecke. Warum? Weil ich Rollen einfach abgebe, ich beende. Ich muss einfach auch neue Rollen finden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man neugierig bleibt und bereit bleibt, eben auch ein neues Kapitel zu eröffnen. Und nicht zu sagen, ich arbeite bis X, und dann schaue ich mal, sondern dass man sagt, die Chancen, die ich habe als 50-Plus-Jähriger, bis ich dann sozusagen neue Rollen übernehmen muss, weil ich irgendwann mal nicht mehr arbeite, das sollte man gestalten. Ja, gestalten im Sinne von aktiv schauen, was bringt mir die neue Rolle. Und ich glaube, dann ist 50-Plus gar nicht mehr so schlimm. Ja. Dann nehmen wir ernst Ihre Anregungen. Ja, tue ich auch. Sollte ich auch. Und jetzt kommen wir vielleicht zu der letzten Frage oder am besten zu den letzten Fragen. Was empfehlen Sie der LMU-Community in Bezug auf die physische und psychische Gesundheit, insbesondere zum Beispiel Menschen mit vorheriger Pathologie? Und welche Unterstützung kann auch die LMU-Community selbst leisten? Also etwas wiederhole ich Frau Arkenson, die hat damit angefangen. Bewegung. Tut mir leid, es ist so einfach, jede Treppe, die Sie mitnehmen können, müssen Sie mitnehmen. Die Sportler haben es uns vorgemacht, die sind ja ziemlich gut drauf. Ja, ob ich das so mal schaffe, weiß ich nicht, aber so ein Riesenakt ist es auch nicht. Die zweite Geschichte ist Ernährung, ausgeglichen. Ich finde, damit kann man sehr viel gestalten. Die dritte Geschichte ist eben, sich Rat suchen, sich Hilfe und Unterstützung suchen, wenn es um Thema von Gesundheit geht. Nicht alles kriegen wir alleine hin. Und für manche Dinge ist Peter Falker wirklich wichtig und ein Hausarzt auch. Und die Begleitung, die können wir hier in Deutschland jedem Patienten bieten und auch den Kollegen im LMU-Community. Also 90% der Kollegen haben ja einen Hausarzt, mit dem sie mal anfangen können. Ja, ich möchte da aufsetzen und einfach sagen, vielleicht ist der erste Schritt mal überhaupt zu sagen, wie geht's mir? Mhm. Ja, denn häufig genug, sagen wir mal, wir fragen ja nicht, fangen morgens an, wie geht's dir? Oder man geht zur Arbeit und fragt, wie geht's? Die Frage ist ja manchmal, fragen andere eigentlich, wie es mir geht? Und dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man zwischendurch eigentlich mal die Frage stellt, wie geht's mir? Und da sollte man auch mal bereit sein, nach dem Ampelsystem, sage ich mal, zu sagen, naja, grün ist okay, passt schon. Ja, rot, da klemmt es ganz ordentlich und gelb, dann sollte man anfangen aufzupassen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wenn es um psychische Gesundheit geht. Und der zweite, und Jochen hat sehr schön gesagt, ist natürlich einfach auch wahrzunehmen,
Es kann auch mal sein, wenn ich müder bin und antriebsärmer bin, da kann natürlich ein Infekt hinterstecken. Aber es kann einfach auch sein, dass ich ein psychisches Thema mit mir rumschleppe. Ja? Und ist vielleicht ein Coaching oder auch eine Kurzpsychotherapie hilft, um vielleicht dieses Problem zu lösen. Also ich muss es wahrnehmen und dann muss ich, denke ich, in die Bewegung kommen. Das heißt, muss bereit sein, diese Themen zu lösen. Und da vielleicht ein kleiner Hinweis, wir haben an der LMU-Psychiatrie ein Portal, da kann man sich einlinken, ganz sozusagen niedrigschwellig. Man kann Informationen abrufen, man kann aber auch sozusagen ein Einzelgespräch oder auch mehr versuchen zu bekommen. Das ist auch in dieser Art und Weise vervollständigt worden in der Covid-Zeit. Es hat sich an solche, die erkrankt sind, an Angehörige, aber auch an Profis gewandt, weil man nicht vergessen darf, auch wir sind alle endlich belastbar. Und es ist einfach wichtig, dass wir eine Anlaufstelle haben, und das war die Idee. Sehr gut. Viele, viele herzlichen Dank. Wir sind jetzt am Ende unseres Tandem-Interviews über psychische und physische Gesundheit gekommen. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Professor Falkai, und bei Ihnen, Herr Professor Gänzichen, dass Sie heute mit uns zusammen gewesen sind, auch für diese zahlreichen Hinweise, Einsichten, Informationen, Anregungen. Natürlich auch bei der Frau Dr. Christina Ockensohn, die aus Lund geschaltet wurde. Wie gesagt, wir haben heute viele Anregungen über Gesundheit, über Wohlbefinden bekommen. Und diese sind heutzutage wichtiger denn je. Denn eine ausgeglichene Lebensführung trägt zu einer aufgeschlossenen Haltung und zur Förderung der Diversität. Und das ist Motto für Exzellenz und für ein inklusives Miteinander. Deswegen wiederhole ich gerne meine Einladung an Sie alle, an unsere Diversity Month 2021 We Care at LMU teilzunehmen. Wir freuen uns auf Sie. Und jetzt zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken, auch bei dem Team des Zentralen Diversity Management der LMU, bei dem Team von Kommunikation und Presse der LMU und natürlich auch bei der Media School Bayern. Und auch bei allen Beteiligten und Mitstreibern von unserer Aktion Manns We Care at LMU. Ohne ihre unermüdliche Einsatz wäre diese Kickoff oder auch die ganze Aktion nicht möglich gewesen. Und natürlich danke an Sie alle, liebe Beschäftigte, liebe Studierende LMU, die heute mit uns diese Kickoff gefeiert haben. Ich kann Sie nicht sehen, ich spreche nur gegen eine Kamera, aber ich kann Ihnen versprechen, ich habe mich über jede Einzelne von Ihnen sehr gefreut. Und ich hoffe auch, dass wir gezeigt haben, unser Engagement für eine gesundheitsfördernde Arbeits- und Studienumfeld. Denn, because we care at LMU. Ich wünsche Ihnen alle alles Gute und einen schönen Abend. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, Dear LMU Community, take care!